Ja, und da sind wir wieder zurück zu Final Fantasy Crystal Chronicles. Genau, Crystal Chronicles. Haben direkt eine Sequenz vor uns. Ah, mit den Lieben, einen schönen guten Tag. Unser Papao hat sich verletzt und nun sitzen wir hier fest. Ein Laib Bauernbrot würde vielleicht helfen. Und dann mit Salbe einschmieren und auf die Wunde kleben. Hast du vielleicht etwas? Mehl ging vielleicht auch. Nee. Tschüss. Hehehe. Zeit müsst ihr genug gehabt haben. Du bist der geborene Schauspielerboss. Auf zum geheimen Treffpunkt. Wie war's, Opa? Fette Beute gemacht? Sind wir jetzt reich? Kupo? Hey, hörst du auch zu, Opa? Hä? Aber ja, ich hab euch gehört. Ihr lenkt die Karawane ab und inzwischen räume ich ihren Wagen leer. Ganz genau, und wo ist die Beute? Hä? Hä? Ist das alles, was du zu sagen hast? Du willst so alles für dich behalten. Was ist? Wie lange habe ich geschlafen? Oh Mann! Das war die erste Begegnung mit der, beziehungsweise es war unsere zweite Begegnung mit dem Liebespack. Die erste hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge. Habe ich noch gar nicht erwähnt, was da war. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Speedrun, nein, natürlich nicht Speedrun, sondern ein bisschen Farming betrieben. Und das habe ich halt so zusammengeschnitten mit ein bisschen Musik und bla und blub. Und ja, jetzt haben wir uns um drei Items bereichert im Fluss Bell. Was auch das einzige war, wo ich großartig drin war, weil das hat eigentlich gereicht. Ich wollte nur ein paar Sachen haben, um ein paar Grundwerte aufzustocken. Und jetzt machen wir einfach gechillt weiter, wie immer. Mal kurz mal durchgucken, was wir so haben. Und treten erstmal durch den Miasma-Strom von der Tiberhalbinsel zum Erzmingebirge, ich glaube. Ja, und auf jeden Fall werden wir heute mal gucken, wie lange wir brauchen, uns zu neuen Gefilden begeben. Los, lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen. Ja, in der letzten Folge habe ich ja noch ein bisschen neue Ausrüstung geholt und ich glaube, ich könnte jetzt nach dem Farmen noch was holen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube es. Erstmal kann ich ja nochmal gucken, glaube ich. Ich habe ja einen Mürretau geholt. Okay, anscheinend nicht. Ah, die Nebenquest. Okay, machen wir später. Kann ich erstmal. Was habe ich denn überhaupt an? Ich glaube, ich habe einen Eisenpanzer an, ne? Ausrüsten. Eisenrüstung und Eisenschild, ja. Komplett Eisen-Equipment. Gut. Dann kannst du mir wahrscheinlich gar nichts machen, ne? Doch, eine Mithril-Platte könntest du mir. Bronzepanzer, Bronzeriemen, Mithril-Riemen kann ich nicht gebrauchen. Dann schauen wir mal, was wir die Waffe was haben. Da braucht man, glaube ich, eine Splitter für. Ich glaube, Eisensplitter und Eisen oder so. Mithril und Edelstein. Okay, haben wir beides nicht. Also, jetzt sprechen wir mit dem netten Herrn hier vorne. Hardy, schon oft haben sich die verschiedenen Rassen auf dieser Welt hasserfüllte Schlachten geliefert. Kriege führen zu Trauer, doch aus diesen traurigen Ereignissen muss man lernen. Sie dürfen nicht vergessen werden, damit sie in Zukunft nicht wieder geschehen. Ja, das ist eine kleine Nebenquest, die läuft, glaube ich, über 4 oder 5 Jahre. Da könnt ihr entscheiden, wenn ihr wollt, ob ihr die Nebenquest gerne machen würdet oder nicht. Die zieht sich hin. Und da muss man auch wirklich bestimmte Sachen beachten, deswegen. So, was brauchen wir denn hier? Ich werde dich da gleich Wasser holen, ne? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ja, natürlich. Es ist auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe ein paar Folgen am Stück aufgenommen. Und hoffe jetzt einfach mal, dass wir ein bisschen weiterkommen. Was heißt weiterkommen? Wir sind schon in Jahr 2. Das muss man uns natürlich vorhalten. Sonstig muss ich sagen,
bisschen Feedback habe ich ja bekommen, so von ein, zwei Personen. Und wenn es euch gefällt, auf jeden Fall, ne, werde ich das natürlich weitermachen. Und ich würde es auch so weitermachen, weil ich will ja endlich mal was Abgeschlossenes hier haben. Und da ist Stiltskin. Ah, na gut, dann mit B ansprechen. Ich habe ihn gesprochen, ich glaube auch so ganz normal. Ne? Tag auch. Wie geht es dir? Ich habe etwas nachgedacht. Dass dem Monster, das mir erstmal nichts ausmacht, hast du bestimmt schon auf deiner Reise bemerkt. Und auch uns Mogis macht das mir erstmal nichts aus. Ob wir auch Monster sind? Naja, um das herauszufinden, habe ich mich auf Reisen begeben. Aber mittlerweile ist es mir irgendwie egal, was wir sind. Das war ein Komma, kein Punkt. Ich genieße doch lieber das Reisen. Okay. Und wir begeben uns wieder durch den nächsten erstmal Strom. Die sind irgendwie alle auch so gut wie gleich aus. Ich glaube, an ein paar Stellen ist noch was anderes wie keine Ahnung. Aber sonst ist hier nichts großartig. Und sonstig, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, demnächst gegen Ende des zweiten Jahres wird es noch eine Farmtour geben. Die wird dann wahrscheinlich auch etwas ausschweifender werden. Weil da dann noch ein paar Sachen rangeholt werden müssen, die ich unbedingt brauche. Und wir sind im Alphetaria-Becken. Und wie man sieht, haben wir noch zwei Gebiete offen. Einmal links unten das und rechts oben. Aber wir gehen erstmal geradeaus in die nächste Stadt, das Alphetaria-Becken. Nein, die Alphetaria-Stadt. Das Alphetaria. So. Und hier haben wir einige Gebäude, wo wir nicht rein können. Und hier hinten einen kleinen Jungen, wenn der schon hier ist. Da ist er, der übt nämlich. Da, zack, ich bin beschäftigt. Genau, da, zack, ich bin beschäftigt. Pass bloß auf, und da, hier, da. Genau, so tief muss man sprechen. Nimm das, und das, und das. Von dem erfährt man zu gegebenen Zeiten immer wieder mal was Neues. Ich werde jetzt auch nicht mit jedem wieder reden, weil das macht keinen Sinn. Das hier ist ein Händler, glaube ich, ne? Genau, da werde ich erstmal ein paar Sachen verkaufen. Was ich nicht brauche, wie zum Beispiel zigtausend Bronze, die brauche ich, glaube ich, wirklich nicht mehr. Vielleicht irgendwann, aber dann kann man die schnell mal nachfarmen, weil die gibt es relativ gut. Oh Gott, wie viel Bronze habe ich? Sonst irgendwas? Ja, Obstkerne kann ich verkaufen. Sternmöhre auch. Sternmöhre, Fleisch kann weg. Fisch kann weg, Wasser kann eigentlich nicht weg, okay, egal. Bronzepanzer, Bronzehaube kann weg, Bronzeriemen. Mitri-Riemen kann auch weg, weil das ist für Selkis. Dann kaufen wir auch mal nichts. Jetzt gehen wir hier runter mal. Ich weiß nicht, ob die da stehen. Doch, der steht da, sehr gut. Guy Robert. Willkommen, meine Kunden bevorzugen Diskretion. Darum suche ich mir eine ruhige Ecke. Ja, und der verkauft alles Mögliche, wie zum Beispiel Mitri für 5000, was total überteuert ist. Dazu verkauft er einiges an Equipment, wie man sieht, wobei wir das meiste schon haben. Was man vielleicht bräuchte, wäre Mitri-Panzer und Mitri-Platte, glaube ich. Eins davon habe ich sogar schon. Und er verkauft Edelsteine, und von den Edelsteinen werde ich gleich mal 3 Stück kaufen. So. Die werde ich bestimmt gleich finden, so 4, 5, 6 Stück. Nein, aber einen bestimmt, aber es ist auch egal, weil das habe ich ihn gekauft. So, hier unten ist wieder so ein Ort gleich, irgendwo hier, da ist er. Kommen wir vorne, genau da, und wir finden einen Edelstein. Wie gesagt. Hier geht es noch hoch, ich glaube hier oben war aber nichts Großartiges mehr. Ne, da kommen wir nämlich gar nicht durch. Da kommen wir auch nie durch. Das ist einfach nur da damit, hier, da könnte was sein. Da wird aber nie was sein. Leider. Direkt seit haben wir ihn hier, ist glaube ich auch nichts, ne? Nee, ja, gut, ich wollte dich nicht nochmal anreden. Okay. Der sagt auch mal das gleiche irgendwie, dass das Leben irgendwie doof ist. Das hier war ein Rüstungsschmied. Nee, okay, dann ist das der einen oben drüber. Ich will da durch. Danke. Hier hinten haben wir noch so ein Haus gleich. Ne, da oben. Da haben wir. Ist das der, ich denke? Nein, auch nicht. Okay. Gut, dann nicht. Also da kommen wir auch nicht rein in das Haus. Hier steht gleich ein Mädchen, was einem erzählt. Oh, diese Höhlen sind voll cool. Und die Häuser von den Mokris. Und hier wohnt einer am Abfluss. Ja. Das ist der Abfluss-Mokri. Der wohnt hier. Und schaukelt in einem Schaukelstuhl.
sprechen. Guten Tag, Kupo, willst du einen möchtest du einen Murkstempel haben, Kupo? Ja. Dann gibt es jetzt einen weiteren Stempel, Kupo. Plonk. Jo, und das war's. Mehr wollen wir hier nicht. Jo, weiter geht's. Und die ersten paar Minuten werden auf jeden Fall jetzt hier in dieser Stadt noch verbracht werden. Da werden wir nicht drum rumkommen, weil ich würde gerne noch ein paar Sachen schauen. Hier oben gibt's, glaube ich, irgendwo einen Herren. Ja, das ist hier der Schmied. Der könnte mir auch den Meister darauf herstellen. Ich habe immer noch kein Mithril. Ich suche eine bestimmte Person und ich glaube, die ist dieses Jahr im Tieper Hafen. Hast du noch einen Händler? Nein, okay. Nee, da ist er. Ha, dich habe ich gesucht. Knuck Viernamen. Der ist wichtig in bestimmten Sachen. Welche Erniedrigung? Ich unterstehe dem direkten Welche Erniedrigung? Ich unterstehe dem direkten Befehl der Prinzessin unseres Königs. Ja, oder des Königs. Warum muss ich in der Gegend herumlaufen, patrouillieren? Und der hat normalerweise nur einen Hund dabei. Keine Ahnung, wo der Hund ist. Verkaufst du diese? Nein? Du? Nein. Irgendwo war hier noch ein normaler Verkäufer. Du warst das nicht, oder? Nein. Gut, dann haben wir doch schon erledigt, was ich machen wollte. Ging ja doch relativ schnell. Hätte ich nicht gedacht. Und wir werden uns jetzt ins erste Gebiet begeben, nicht gebeben. Das, was ich denke, was noch in diese Folge passt. Das andere könnte sogar zwei Folgen in Anspruch nehmen, wenn ich mich schlecht anstelle. Ja, das könnte sein. Das könnte wirklich sein, dass das andere Gebiet nochmal gut zwei Folgen in Anspruch nimmt. Deswegen gehen wir erst nach unten links. Und dann bin ich natürlich gleich wieder ruhig, weil dann gleich wieder ein Intro kommt. Moschets Villa. Jack Machette was starving. So he ordered his Tonberry chefs to make dinner right away. But when Maggie awoke from her nap, she was furious to find the table bare. How dare you forget my dinner? She bellowed at her husband. Jack knew the trouble he was in, so he demanded the chefs make great haste. But as always, they took their own good time. Die Villa des Jack Moschett oder auch Moschetts Villa. Ja, ihr habt es ja gerade gesehen, dass es da wohl zwei Gegner geben wird, vielleicht. So in Anführungsstrichen Gegner. Wir müssen jetzt erstmal hier darauf achten, dass wir erstmal ein bisschen was bekommen. Dazu muss man sagen, dass diese Dinger hier nur auf das Clanwappen reagieren. Das hier sind die Lilties. Mach hin, bitte, schneller. Das sind die Jukes. Oder Jukes. Weiter, nächste. Nächste. Und das sind die Clowns. So, erstes Gebiet betreten, in Anführungsstrichen. Und hier befindet sich Maggie. Und wir werden uns gleich erstmal wieder hier drauf. Ne, brauchen wir nicht, macht nichts. Hier gibt es irgendwo eine Kiste und man kann nicht mit ihr reden. Sie sagt dann, solltest du dich nicht ums Essen kümmern. Das kann ich gleich mal zeigen, wenn ich sie angreifen will. Mit Angriff am besten. Dann sagt sie, Lunge hier nicht rum, kümmere dich ums Essen. Oh, dann gehen wir. Und das ist die Kiste, das Geld drin. Hui, 20 Gil. Wir haben gerade eine Frau ausgeraubt. Naja, eine Frau in Anführungsstrichen ausgeraubt. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt Frau betiteln würde. Ich würde sie mehr als... Nicht Naga, da gab es bestimmt eine Bezeichnung für, ich weiß die Bezeichnung aber nicht mehr gerade. Nein, ich bin zu langsam, oder? Ha, doch, es hat noch gereicht. Und wir betreten, glaube ich, die Bibliothek. Oder das Zwischenzimmer. Wir betreten das Zwischenzimmer, okay. Da befindet sich ein Koch. Ein böser Zeitgenosse, der Schaden macht und zaubern kann und bekannt als
Tombury Koch. So. Tombury Koch, so heißen die Dinger. Und hier vorne gibt es noch etwas. Oh, hier kann man wieder prüfen. Ja, und zwar ist hier ein Loch. Wieder eine Höhle für Mogris. Im Fluss Bell, den habe ich vergessen nebenbei. Den hole ich dann nochmal nach. Da habe ich nicht dran gedacht, dass der da ist. Guten Tag, Kupo. Du willst einen Mogelstempel haben, Kupo? Dann gibt es jetzt einen weiteren Stempel, Kupo. Pop, und da haben wir schon 2 von 3 da oben. Und das war's. Wir gehen wieder. Tschüss. Und das Schöne an denen ist, an den Hesse Tombries ist, die kommen auch nicht wieder. Das ist sehr gut. Das Problem ist, man hat teilweise das Problem, welche zu finden. Weil das kann einfach mal kommen, dass dann irgendwie einer fehlt und man weiß nicht, wo der ist. Ja. Was macht man in dem Fall? Man sucht. Das kann sich hinziehen. Also ich habe, glaube ich, beim ersten Mal habe ich einen gesucht, der stand hinter einem Tisch, den hat man nicht gesehen. Und dann steht man da und denkt sich so, hä? Da fehlt doch einer. Und rennt erstmal im Gebiet herum, bis man dann merkt, oh, da ist ja ein Tisch. So ein Mist. Da steht wer. Auf jeden Fall hier haben wir noch eine Kiste. Da müsste auch wieder was drin sein. Ja, der Runenstab, der macht, glaube ich, Magie plus 2. Und hier kann man lesen. Erst nachdem wir erstmal begannen, die Mürrebäume ihren Tau abzuwerfen. Achso, ich dachte gerade, da war ein Punkt. Ja, da sind wir 2 Köche. Wir lesen aber noch ein bisschen hier. Früher gab es weder Miasma noch Monster. Für die Menschen war der Glanz des Kristalls Geschenk genug. Oh. Und Spezialangriff. Bam. Das Problem ist, man kämpft den dann gegen beide. Und die halten Schaden aus. Aua. Das Einfachste ist bei denen einfach angreifen lassen und dann weggehen. Die sind ja relativ langsam. Autsch. Sie tun aber trotzdem weh. Ich habe immer noch kein Vita. Autsch. Und sie können mehrmals angreifen, wie man gerade gesehen hat. Aber sie haben ihre typische Laterne dabei. Das finde ich cool. Auch nur Geld. Klasse. Ich brauche Vita. Bitte. Was haben wir hier? Eine Weile. Genau. Eine Weile nachdem, dass mir erstmal die Welt überblutete, traten die ersten Monster in Erscheinung. Ja, bei dem Gebiet bin ich mir eh nicht so sicher, ob Moshed überhaupt ein Monster ist. Ich meine, gut, er sieht aus wie ein Monster, ja, gut, aber vielleicht ist er auch früher ein ganz normaler Mensch gewesen, wollte ich sagen. Einfach nur gewesen, danke für meine Aussprache. Und wurde dann halt durch das Miasma zu einem, in Anführungsstrichen, Bösen. So haben wir hier jetzt eigentlich die... Nein. So. Und hier irgendwo war, glaube ich, das bei meinem ersten Spiel durch... Ich hab's gewusst. Ah, ich hasse euch. Ihr Mistviecher, die kann man nämlich nicht angreifen so gut. Komm her. Und da ich noch nichts habe, womit ich den angreifen kann, muss ich mich jetzt mit dem so bekämpfen. Au. Ich hänge am Gegner fest. Nein! Und das kann töten. Das Messer. Das wusste ich beim ersten Mal nämlich auch nicht, dass das töten kann. Das macht nämlich ganz schön Schaden. Und die können zaubern, wenn ihr sieht. So. Dann rein wir uns nochmal. Und die möchte ich unbedingt töten, weil die können Vitrid droppen. Los, komm her. Ach, verdammt. Und die verbacken sich gerne da oben auf ihrer komischen Plattform, wie man gerade gesehen hat. Und haben viel Leben, weil ich habe bis jetzt auch nur Engel bekommen und mit Engel kann man eins und allein nicht viel anfangen. Man kann es auch mit Engel Sanktus machen, aber... Ja, oder Edelsteine. Wie gesagt, wir bekommen auf jeden Fall auch noch Edelsteine. So, und hier irgendwo habe ich das erste Mal einen Tombury übersehen. Den habe ich einfach nicht gefunden. Au. Und ich bin fast tot und ich kann mich nicht heilen. Geh weg. Nein, ouch. Stirb. Nein. Jetzt kommt wieder piep, wie in Zelda. Oh Gott, ich muss mich heilen. So. Wir haben aber auch wirklich nichts, ne? Wir haben nur Engel. Engel und Wasser und Essen. Gut, dann haben wir ein Problem. Wir müssen da einfach gegengehen und gegen essen. Das machen wir einfach, indem wir den Streifenapfel essen. Der erhöht die Zauberkraft.
So. Und volles Leben und wieder Attacke. Das Problem. Oh, Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Das Problem an dem ist halt, auch, die haben eine Hitbox, die ist manchmal unglaublich. Wie man gesehen hat. Noch ein Edelstein. Gut. Und da hat man dann einfach mal das Problem, dass man da per Turn nicht treffen will. Ach, sehr gut, mit dem Mal hat auch geklappt. Ich habe es teilweise auch schon geschafft, da an so einen Gegner einfach mal zu verrecken, weil ich ihn nur getroffen habe. Das ist auch ein neuer Gegner und ich glaube, ihr steht auch auf, ne? Ja, natürlich steht ihr auf. Ihr seid nicht nervig, ach Quatsch. Und man kann von unten irgendwie getroffen werden. Ah Gott, nicht so viele. Tschüss. Ich lebe mich doch nicht mit so vielen Gegnern an. Wer bin ich denn? Ja, ich bin Turbo, ich weiß. hier ist, glaube ich, auch noch einer drin, ne? Einer, glaube ich, oder? Einer? Ein einzelner? Hallo? Nicht? Doch, da ist er. Gut, dann war das der, den ich übersehen habe. Weil der steht echt fies versteckt, den siehst du nicht. Ich will weg. Ah. Zauber halt, ist mir doch egal. Stirb. Die wollen auch per Token Vita droppen, das gibt's doch gar nicht. Ich hätte gerne Vita, das wäre echt super. Und das kommt, glaube ich, Blitz raus oder so. Nee, auch Geld, gut. Ja, schade drum. Ich bräuchte es trotzdem. Hm. Engel. Hey, ich wurde wiederbelebt. Oder so. Ja, das Problem ist halt hier wirklich, dass du teilweise wirklich warten musst, bis diese Ebenen dann bis diese Male sich wechseln. Wenn du natürlich mit mehreren Leuten spielst, ist das leichter. Aber hier ist das dann schwierig. So wie jetzt zum Beispiel, dann hast du ja warten, okay, und fertig. Ist ein bisschen nervig, ich weiß. So, und wir sind in der Küche angelangt. Hier sind, glaube ich, nochmal drei. Und ein Viech. Da sind sie. Au. Wie gesagt, gar nicht nervig oder so. Jetzt habe ich gerade Schluck auf. Toll. Und sie können auch bald... Nein! Oh Gott, geh weg mit deinem Messer. Lass mich angreifen. Geh weg. Und wenn man von links gesnorrt wird, hat man echt ein Problem, weil das kann ziemlich aufs Auge gehen. Los, schneller und durch! Puh. Das war knapp. So, Klingelkörbe, ignorieren und den weg und immer noch kein Vita. Gut. Warum auch nicht? So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Das sieht irgendwie eklig aus. Oder auch irgendwie cool. Ich hätte trotzdem gerne Vita oder sowas. Das ist das Mal des Helges nebenbei bemerkt. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Ich hätte gern Vita. Ich glaube, Vita liegt sogar unten rechts am Anfang in der Ecke. Ja, jetzt stehen wir wieder hier. Ich könnte jetzt einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Damals, als es noch keine Monster gab und noch kein Miasma, das war toll. Also, das war unglaublich. Naja. Ich weiß nicht, was ich hier großartig erzählen soll in der Zeit, was nicht zum Spiel beiträgt, ich weiß, und auch nicht zum Commentary. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal auf dem Weg darunter, weil ich hätte gern Vita endlich. Und ich hoffe, hier gibt es Vita, wenn hier die Kiste steht. Vita? Ja, natürlich. Links Engel, rechts Vita, muss ich mir merken. Das wusste ich mal, aber es ist halt Ewigkeiten her. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall heilen. Heilen! Und dürfen wieder warten. Warten. Ja. Das ist halt das Problem an dem Gebiet, dass man halt großartig warten muss hier. Ich weiß nicht genau, was ich in der Zeit erzählen will. Jetzt komm, geh auf Tür. Tür, komm, bitte. Komm. Aber das ist eine schlechte Idee, das lassen wir mal machen. Autsch. Ich sollte vielleicht erstmal die Gegner hier loswerden. Also diejenigen, die hier auf dem Gebiet sind. Weil die sonst... Ja, alle kommen. Und sie wieder verziehen. Gut, okay. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Aber die haben viel Leben. Alter, haben die viel Leben. Der hat jetzt 4 Hits ausgehalten. Nee, 3, das war der andere.
drei Hits. Au. Und die können Blitzra. Das brauchen wir, glaube ich. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Aber sie verziehen sich ja noch mal wieder. Das finde ich cool. Keine Ahnung, warum das so ist. Das ist halt in dem Spiel so drin. Ja, das Problem ist halt auch, wie gesagt, ich habe kein Gravitas, weil hier droppt niemand irgendwie Gravitas. Oder die Sachen für Gravitas. Jetzt fährt er draußen schon wieder lang mit seinem... Das gibt's doch gar nicht. Das Problem ist halt, ich bin hier auch eigentlich in einem großen Wohngebiet und hier fahren nicht so viele Leute dran. Lang, normalerweise. Aber irgendwie heute ist der Wurm drin. Vorhin, ich wollte vorhin aufnehmen und dann ging das gar nicht. Da sind die ganze Zeit Leute lang gefahren. Ich brenne. Heilung. Und nicht. Schaden. Wie gesagt, die Hitbox von denen ist manchmal echt kein Arsch. Und jetzt muss ich mich heilen. Oh, eine Mocktasche. Oh, das ist die neue Tasche. Wie gesagt, die Hitbox ist manchmal... Ja, Schokotasche. Dann werden wir wahrscheinlich die Tasche nehmen. Mal gucken. Oder ich muss hier farmen, das könnte auch sein. Ja, mal schauen. Es könnte sein, dass ich dann hier farmen werde. Bei Moschitz Villa geht ja relativ schnell. Beinahe. Wobei ich den Bosskampf sowieso in die nächste Folge packen werden muss. Hat er noch einen Edelstein? Ich will keine Edelsteine jetzt gerade. Ich hätte gern was viel Besseres. Schneller. Ist noch gereicht? Ja. Gut. Ja, mit Glück. Mit Glück schafft man das. Wenn nicht, mache ich ein bisschen Überlänge. Dann habt ihr wenigstens die komplette Moschitz Villa hier mit drin. Ah, ja, hier wieder. Aber für das nur den Bosskampf dann eine neue Folge anzufangen, das muss nicht sein. Typischer Cliffhanger hin und her, aber nee. Da ist aber Blitz drin, oder? Ach, verdammt, da ist ein Platinum hin drin. Ich glaube, der macht 2 Def. Haha! Double Kill! Wow, jetzt haben wir Gravitas. Okay, ich weiß, wo ich das nächste Mal als erstes reingehen werde. Hallo? So. Und wir werden schnell nochmal das ablegen. Zurück. Das ablegen. Und dann Vita. Und ich glaube, ich werde mir Sanitas reinhauen, weil ich nicht genau weiß, ob ich Sanitas brauche, werde ich es einfach schon mal mit reinnehmen. Haben wir jetzt den Bosskampf vor uns? Ich glaube. Ich hoffe. Aber scheint so. Langer Übergang ist lang. Ja, und wir kämpfen gegen Moschitz. Erstmal. Der Kampf gestaltet sich so, er kann einen, ich glaube, Lemus-Angriff oder so. Und wir fügen ihm Schaden zu. Und, oh, ganz plötzlich kommt aus der hinteren Tür, nicht vorne, wo sie eigentlich drin war, Maggie. Ja, Maggie wird unser erstes Ziel sein in dem Kampf, weil Maggie heilt ihn die ganze Zeit hoch und ist einfach nur nervt. Der hat keinen HP-Balken, kann ganz... chillige Angriffe wie Betäuben und so ein Quatsch, was ihr überhaupt nichts bringen wird gegen uns. Wenn wir sie einfach mal wieder angreifen. Gut, sie greift dann uns zurück an, aber es macht nichts. Moschitz, ich sehe nichts. Sie wird aber, wie gesagt, unser erstes Ziel sein, weil wir müssen sie unbedingt loswerden. Ist. Autsch, kriegen wir ihn nicht tot. Und das hat, glaube ich, über einen halt Schaden gemacht. Und das mit guter Verteidigung, ich fand das sogar. Oh Gott, das ist eine Reichweite. Das ist ja ein Gemach gar, kein Gemacher. Hm, jetzt habe ich ihn getroffen, macht nichts, es ist noch ein Gemach da. Da rechnen wir noch schnell. Die stehen da, vor allem er steht auch gerade irgendwie nur rum und sie auch, na gut. Jetzt heilt er sich wieder. Er kann sich auch selber heilen, so ein bisschen, aber das macht nicht viel. Sie ist, wie gesagt, sie ist wirklich nervig an ihrer Heilung. Vor allem ist sie mir nicht tot. Oh Gott, mein HP. Nicht so viel Schaden, bitte. Schaden.
Schaden. Gemacht. Das Problem in dem Spiel ist, soweit ich weiß, gibt es auch keinen Hast. Oh Gott, ich komme nicht weg, oder? Doch, ich bin weg. So. Wir stehen beide wieder rum. Er macht sein komisches Ding. Macht keinen Schaden, ist auch egal. Man kann noch Zauber unterbrechen, wenn man gerade gesehen hat. Aber sie würde gerne bitte langsam mal drauf gehen. Das wäre echt super. Sie schauen mich an. Das war's. Schaffe ich das noch zu unterbrechen? Ja. Das wurde ich dann aber davon getroffen. Ah, das ist ein Steinzauber, ne? Das ist ein Stein lang. Ah, okay. Gut. Mensch. Maggie, bitte. Ich weiß genau, du willst nicht da bleiben. Du möchtest gerne gehen. Ich sehe nicht, wo ich hinziele. Weil er wirklich auch diesen Platz so einnimmt, dass man ihn zieht. Hilfe! Hau! Ich hab mich geschlagen. Oh, Maggie, komm! Ich weiß genau, du hast heute noch ein Date. Also. Im Jenseits. Mit ihm. Oder so. So, und wir haben endlich geschafft, dass Maggie geht. Ja, und Mugo bleibt natürlich erstmal an Moschett hängen. Und jetzt wird's. Wir sehen, also der Schaden ist minimal, den wir machen. Aber er macht auch gar nicht so viel gerade. Von dem her einfach mal drauf da. Ich hab ein bisschen die Kombo geübt. Nein, habe ich nicht. Ich habe nachgeguckt in meinem Spielhelfer, wie die Mongos geht. Wie die Kombo geht! Mensch! Ich wollte gerade Moschett und Kombo verbinden und. Hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Ich habe auf jeden Fall Schnupperlinge für die Folge, aber ich richte jetzt Folge. Wie gesagt, ich gehe mit Bossfight mit dem ganzen Zeug. Dann habt ihr wenigstens ein bisschen was. Au. Ich glaube zwar nicht, dass ich die hochgeladen kriege heute noch. Macht nichts. Ach, schade. Außer ich... Das war klar. Ich hab in dem Moment, wo ich aufgeladen habe, habe ich geahnt, oh, das führt doch garantiert nichts. Also seine Combo Anfälligkeit ist höher als seine Critical Strike. Gott. Spezialangriffsschwäche? Keine Ahnung, was wollte ich gerade sagen? Ja, und wir haben Moschett besiegt und Maggie und Moschett gehen einfach aus ihrer Villa. Und wir finden den Mürretau und den klicke ich wieder weg. Tragen Sie ins Tagebuch ein, kriegen Post. Hey, Post. Von wem diesmal? Komm schon, gib mir die Post! Von Christy, von meiner Mama. Aha. Das Wasser in Mal soll sehr gut gegen Falten sein. Aber auch sonst bekommt es dem Körper gut. Also, dass du davon... Nee, Quatsch. Dass du mir ja ein Stückchen davon trinkst. Mache ich. Nichts beifügen. Ja, ich hätte einen Edelstein mitschicken können, jetzt wo ich 5 Stück habe oder 6. Das interessiert mich jetzt, wie viele Gegenstände ich habe. Quatsch, wie viel? 2? 3? Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, 8 Stück. Warum habe ich mir nochmal welche gekauft? Ach, egal. Hier, bitteschön. Wird zugestellt. Vielen Dank. Auch gerne wieder. Ja, die Folge hat ein bisschen Überlänge, macht aber nichts. Und wir haben keine Zauber benutzt. Ich habe ja auch keine bekommen. So, wir haben zur Auswahl... Feuerzunge, Runenstab, Buckler und hier wäre der Shuriken, den wir schon haben. Und ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Und die Schokotasche. Wir werden die Feuerzunge nehmen. Die erleichtert mir dann das Farmen generell. Und die Tasche bekommen wir eh wieder. So. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Kommentar da lassen, könnt ihr euch generell mal ein bisschen des Schreibens bemächtigen, das wäre super. Könnt einen Daumen nach oben geben, könnt einen Daumen nach unten geben, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ja.
Tschüss.